So, hallo, wir machen weiter. Bei Kaizo Kindergarten, das letzte Mal ist der Pro-Controller zurückgekehrt. Und mit dem spielen wir jetzt auch erstmal weiter. Jetzt kann ich auch, nachdem wir alles wieder reguliert haben, sämtliche Slots hier zurücksetzen. Wir können jetzt tatsächlich hier weiterspielen. Uff! So, los geht's. Landing on Falling Enemies. Und ich hoffe, dass ich bei den Lektionen zumindest nicht irgendwann Slow-Mo brauche. Wir werden sehen. This level teaches you how to bounce off mid-air enemies. These suck. Ideally, you want to bounce off the enemy a little after the peak of your jump and when the enemy is at max fall speed. Oops, wollte ich nicht. Remember to let go of A if you think you are too high. This is similar as doing. Ja. Da kommt jetzt sowas wie... Ja, ja, genau, natürlich. Aber das ist... Das sind ja alles Sachen, das kann man irgendwann, wenn man ein Gefühl dafür hat. Sagte er, komm. Feischte. So, danke schön. Ja! Man wollte halt die falsche Taste drücken. So. Da kommen jetzt wahrscheinlich auch Swamps und sowas. Visual cues can be created to make these types of jumps easier. Remember that you can respawn sprites. Ja, hier kommt ein Yoshi rund. Sick. Da oben ist meine Tür. Das habe ich mir schon gedacht. Sind da jetzt Blöcke oder muss ich da anders hochkommen? So ein Yoshi wäre ganz cool dafür, ne? Ah! Ah, da kommt er schon. Ah! Yes! Josh! Sehr schön. Oh. Ach komm, das wird doch wohl drin sein. Habe ich eigentlich gerade das Ding ausgemacht oder gibt es einfach gerade keine Anzeige? Okay, es gibt gerade keine Anzeige. Auch in Ordnung. Es gibt's ja nicht. Kündige. Dankeschön. Nummer 16. So, jetzt nochmal das Ganze. Hui. You visual cues cannot be created, you have to wing it. Ja. Ah. Der Spaß. Ah, das fällt, da fällt es schon. Ist es jetzt schon weg? Nein, es kommt wieder. Ah, fast. Ach, da fällt schon. Das ist ein schlechter State. Das ist ein schlechter State, habe ich gesagt. Der ist besser. Mach dich mal runter da. Ah. 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 Komm schon! Nein! Dankeschön. Jo! Swamps sind auch lustige Kollegen. Tschüss. Aber kann ich den, wenn der jetzt weg ist, kommt der wieder? Nein, dann muss ich mich umbringen. Sick. Aber cool, dass er das ungefähr hingesetzt hat, wo man drauf muss, um das einem beizubringen. Jo. Hier geht es also wirklich erstmal um die Art, wie sie sich bewegen, dass man das lernt. Ah, das war's schon. Ich dachte, jetzt kommen noch so Koopas, die irgendwo runterlaufen oder sowas, aber nein. Alles klar, dann kommt jetzt mal das Schloss. Mass Schloss. Das Schloss Nummer 2. Gucken wir mal. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Da kommen wir jetzt nicht weiter. Da gibt es aktuell nichts zu holen. So, let's go. Hier wird jetzt wieder das ganze Zeug von gerade eben getestet. Mal gucken. Wie weit ich ohne States komme. Nicht weit, das weiß ich jetzt schon.
Ei, okay. Aber ich werde es immer erst probieren, ne? Weil ein bisschen will ich schon auch gucken. Habe ich jetzt Zeit? Ah, was war das denn jetzt für eine... Warum drücke ich jetzt die Load-Taste? Dummer Kopf. Ich wollte die Load-Taste nicht drücken. Ich wollte auch die Save-Taste nicht drücken. Ich wollte gar nichts von den State-Knöpfen drücken. Was war das denn für ein Quatsch? Please. Achso, die Musik würde man jetzt natürlich länger hören, wenn man das so machen würde. Ja. Ja. Das ist ja fast ein Grund. Oh nein, da muss ich jetzt hin und her jonglieren. Das wäre ja fast ein Grund, den Ladebildschirm abzuwarten. Nein, das wäre es jetzt gewesen. Ach, komm schon. Okay, dann warten wir den Ladebildschirm ab. Für das Lied. Jetzt habe ich es wieder geladen. Ah! Gerade sag ich es noch. Weißt du? Okay, ich glaube... Ja. Es ist zu stark jetzt in meinem Kopf, dass ich so lade. Es tut mir leid. Ich versuche es jetzt mal wieder daran zu denken. Kann ja nach jedem hier kurz wieder einsetzen, dann würde ich zumindest das Stück laden, wo wir gerade waren, von der Musik. Wenn ich es vergessen sollte. So, jetzt. Das meine ich. Ah, bitte nicht trollen. Da freut man sich, dass man weitergekommen ist und dann sowas. Das ist wie wenn man auf ein Thema lernt, was der Lehrer gesagt hat, es kommt auf jeden Fall dran und dann kommt es nicht dran. Habe ich das jemals gemacht? Ich hoffe nicht. Wenn, dann unabsichtlich. Wenn ich sage, es kommt etwas sicher dran, dann bringe ich das eigentlich auch dran. Mist. Das ist ja fast wie ein Vertrag, ne? Also... Schlimmer wäre es, wenn man sagt, allerdings, es kommt etwas nicht dran und dann bringt man es dran. Das darf man nicht. Das auf keinen Fall. Also zu sagen, dass etwas drankommt und dann kommt es halt nicht dran, gut, das ist die eine Sache. Aber zu sagen, dass etwas nicht drankommt und dann kommt es dran, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Außer man hat dazu gesagt, es ist nicht verbindlich, man überlegt nur, dass es vielleicht nicht drankommt. Das ist was anderes. Weil dann hat der Schüler ja immer noch die Möglichkeit zu denken, vielleicht kommt es ja doch dran. Ja, ja, so ist das. Ach komm. Ich würde gerne den ersten Abschnitt echt schaffen. Der sieht machbar aus. Weißt du? Ich weiß ja nicht, was danach noch kommt. Aber der erste Anfang sieht halt echt machbar aus. Mist. Hör doch auf, da reinzuspringen. Jetzt macht er Quatsch. Jetzt hat er wieder angefangen zu labern, dann ist er wieder abgelenkt. Weil er wieder an alles Mögliche denkt. Vor allem an die Klausur, die er gerade korrigiert. Und dann macht er nur Blödsinn, der Conan. Was soll das denn? Ich komm nicht mehr rüber. Ich komme nicht mehr rüber. Tamam. Merkt ihr, wie man schlechter wird, je öfter man sprügelt? Das gibt's doch nicht. Ach komm! Das ist am Anfang so selten passiert und jetzt knall ich jedes Mal in die Stacheln rein. Oh.
Ah, ich denke, wir haben ja da auch jetzt genug von dem Lied gehört. Ich werde wieder zum State zurückgehen. Das spielt sich auch einfach irgendwie ein bisschen angenehmer, zurück sofort laden zu können. Ich weiß nicht. Ne, das meine ich. Das spielt sich viel angenehmer. Das klingt halt blöder vom Hören. Ich weiß. Es tut mir leid. Aber man kommt nicht aus dem Flow raus. Das ist irgendwie auch so eine Sache. Ne? Man ist direkt wieder im Spiel. Man muss nicht erst warten, bis es wieder geladen hat. Ich meine, das Laden ist ja schon relativ kurz, aber es ist immer noch zu lang. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So, wer weiß, was da drüben noch kommt. Das werde ich ja endlich mal rausfinden. Ach, da war schon... Ich habe ihn schon wieder vergessen. Dieser... dumme Block da oben. Nein! Den Sprung wollte ich nicht machen. Dieser dumme... Ich muss an den Block da oben nicht denken. Oh, das ist echt eine blöde Stelle, um die Musik zu laden. Wartet mal. Besser. Naja, ein bisschen. Sag mal! Wann spricht denn in den Chuck rein? Bruder. Hat mich der Fisch erwischt. Was mache ich denn gerade für einen Quatsch? Wieso kommt der Fisch denn jetzt vor allem so ungünstig? Ach, weil ich hier nicht gewartet habe. Ja. Hier mache ich einen High Jump vorher. High Bounce oder wie das Ding heißt. Genau. So, jetzt... Kriegen wir endlich mal den Block da oben hin, vielleicht. Ja, diesmal habe ich dran gedacht, aber ich kam nicht weg. Ah, Mann. Dankeschön. Okay, ich werde bei dem Notenblocken-State setzen. Ich habe jetzt lang genug probiert. Ich denke, das ist für... Das ist für dummer Sound, wenn ich hier lade. Das ist für... für die Ungeduldigen noch... akzeptabel gewesen. Und für die, die gerne sehen wollen, wie ich es probiere, lang genug gewesen. Ich weiß es nicht, aber für mich war es jetzt lang genug. Ich habe keine Nerven mehr. Oh Mist. Ja, moin. Ja, macht ja nichts. Ich komme ja wieder hin. So ist es ja nicht. So. Dann machen wir halt hier eine kleine Zwischensave. Ah, oh, es wäre dann direkt da. Also, das könnte man schaffen. Ah. Ah, das ist jetzt nicht euer Ernst. Komme ich da hoch? Nein! Okay.
Also ein bisschen gemein, dass man das erst nachher sieht. Dass da was wäre. Das ist ein bisschen fies. Jetzt muss man das nochmal spielen vor allem. Na gut. Alles für die Dragon Coin. Sind zum Glück ja nur kurze Abschnitte. Noch habe ich nicht geladen. Ich könnte es am Stück jetzt noch schaffen. Nice! Ich habe es nicht geladen, ich habe nur gesetzt. Möchte ich nur kurz betonen. Okay. Jetzt erstmal wieder versuchen. Das ist nicht nett. Oh, der Start ist unangenehm. Nehmen wir den. Ja, es macht trotzdem blöden Sound am Anfang. Ich kann es da leider gerade nicht ändern. Oh mein Gott. Ach so, ich muss direkt weiter. Gittigittigitt. Da muss ich wirklich direkt weiter. Ach so, ja, okay. Und dann über die drüber. Okay, verstanden. Da muss ich dann, ja, okay, auf dem Landen Spinjump ansetzen. Gut. Also es ist schon so ein bisschen auch, ne, wie in echt so. Die kleinen Kurse kriegt man noch einigermaßen hin und dann kommt plötzlich so die Prüfung, wo einfach alles von einem verlangt wird, womit man überhaupt nicht gerechnet hätte. Sowas haben wir nie geübt. Das da, das haben wir nie geübt. Wir haben nur so ein bisschen die Grundtechniken kennengelernt und dann wird uns das alles schon entgegengeworfen. Wie an der Uni, furchtbar. So. Gut für Schüler wie an der Schule, aber. Ja, mit euch übt man eigentlich schon genug normalerweise, wenn ihr einen lassen würdet. Also wenn man sich auf die Übung halt einlassen würde, würde einem die Schulaufgabe nachher viel leichter fallen, aber... Nee. Wenn man sich halt dagegen sperrt, weiß ich auch nicht. Verdammt. Aber wie mache ich denn? Also ich verstehe ja, dass ich dann über... Ich verstehe, dass ich dann über den Dings gehen soll. Aber ich sehe ja schon, dass ich als nächstes springen muss auf den Koopa. Das heißt, ich muss irgendwie wieder zurückkommen zum normalen Sprung. Wie? Geht die Plattform hin und zurück? Ist das so eine Plattform? Weil die hier geht ja nicht hin und zurück. Die haut ja ab. Die ist ja weg nachher. Das habe ich noch nicht verstanden. Das habe ich noch nicht verstanden. Ach komm, jetzt lass mich doch da unten wieder drauf. Ne, hier, guck dir das mal an. Die muss hin und her gehen, weil ich kann ja nur mit einem Spinjump dann auf den Dings drauf. Aber wenn ich mit dem Spinjump auf dem drauf bin, dann ist ja... Dann krieg ich den Spinjump ja nicht mehr weg.
Ach, jetzt lass es mich doch mal ausprobieren, Mann. Oh. Die muss doch hin und her gehen. Ich komme doch sonst nicht mehr zum Spinjump zurück. Zum normalen Sprung. Das verstehe ich nicht. Ich werde jetzt unten ein State setzen. Das ist jetzt wieder lang genug gewesen zum Ausprobieren. Ich muss erstmal verstehen, was ich da drüben machen muss, auch vor allem. Das habe ich noch nicht verstanden. Mist. Na, das meine ich. Wie geht's da weiter? Die geht hin und her. Die geht hin und her. Ich sehe es gerade. Die wechselt. Genau das. Aber anders hätte es auch gar nicht sein können. Ja, die geht zurück und dann... Okay, alles klar. Gut. Dann schieße ich den darüber und dann springe ich auf den direkt wieder drauf. Dachte erst, die Shell muss mit, aber das geht nicht. Das ist zeitlich nicht drin. Ah, reicht nicht. Ah, zu weit. Ach, jetzt geht er in die andere. Ich muss ja springen, wenn er darüber geht. Das muss ja noch gut getimed sein. Ergibt Sinn. Jetzt. Wait! Sind wir dann schon durch? Das war der zweite Raum, ne? Sind doch immer zwei Räume gewesen. Ah, das könnte man echt am Stück schaffen eigentlich. Also, wir sind aber noch nicht durch. Okay. Sonst hätte ich jetzt fast gesagt, ich probiere es nochmal ohne States. Aber dann hat man halt einen State hier in dem Raum gehabt. Ist okay. Damit kann ich leben. Setzen wir mal den zweiten. Ah, ja. Moin. Hä? Ach, jetzt... Das ist ja doof. Okay, ja gut, meinetwegen. Da muss man jetzt ein paar Mal das Abspringen üben. Man hätte aber ruhig auch eine richtige Strecke bauen können. Nicht so ein Hin und Her... Wobei, dann so übt man das links und rechts, ne? Ja. Ja. Leider ja. Hätte ich nicht schon die Yoshi-Coin, würde ich versuchen, durch die Röhre zu gehen. Aber bisher war es ja immer eine Tür. Aber es reicht noch nicht mal einmal hin und her. Oh Gott, es muss öfter hin und her sein. Das ist ja einfacher. Das hier ist das Problem. Die Kleinen sind immer das Problem. Da hin und her zu balancieren. Das ist nicht ganz so simpel. Ja. Hier ist es dann einfach, ne, wenn man hochspringen kann. Aber das... Unten auf der kleinen Säge, das ist immer das, was mich auch Probleme bereitet. Wenn ich nicht hoch darf, sondern ganz kleine Sprünge habe. Ne?
Das ist so... Ah. Schwierig zu steuern. So, das geht wieder klar. Das ist easy. Aber das da ist dann wieder das Problem. Okay. Okay. Jetzt nur noch durch. Nein! Ich wette, da kommt direkt die Tür. Ich wette, da kommt direkt die Tür. Ich glaube, das ist das Einzige, was man machen muss hier. Das kriegen wir hin. Das mache ich ohne States. Das mache ich ohne States. Wenn denn da wirklich direkt die Tür kommt, mache ich das ohne States. Bisschen Herausforderung will ich auch noch haben. Ach, komm schon. Aber wir hatten es fast. Ich meine. Nein! Das war neu. Das war ein neuer doofer Fehler. Den möchte ich nicht mehr machen. Neue Fehler sind aber kein gutes Zeichen, weil das heißt, dass man plötzlich unkonzentrierter wird als vorher. Weil man sie ja vorher gar nicht gemacht hat, die Fehler. Okay. Komm schon. Nein! Aber man muss nur noch mal genau das machen, was man vorhin auch schon gemacht hat. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! So, Ende oder kommt noch was? Okay, dann haben wir es mit ein paar Save-States gelöst. Es ist immer noch zu viele Save-States, schon klar, aber ich denke, es ist im Rahmen. Ach, ist der Mond von einem Goal-Orb? Ist das ein Zeichen, ein Abschnitt von einem Goal-Orb? Nee, nicht ganz. Hätte sein können. Dum, 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 du. Yay. So, was kriegen wir jetzt als nächstes für Abschnitte? Achso, erstmal gar nichts. Wie viel haben wir? 17. Aber ich würde auch, also ganz ehrlich, ich würde fast sagen, wir heben uns die Level hier noch auf. Ich würde ganz gerne erstmal die Lektionen weiterspielen. Ich hoffe, das ist für euch okay, wenn wir erstmal hier warten, bis wir hier weitermachen. Ja, Blockbreak, Double Jump und Jumpman soll erstmal warten. Die drei haben wir. Die drei fehlen noch. Und dann würde ich sagen, wir machen erstmal bis mindestens 30 Coins. Davor habe ich Angst. Wir werden sehen, ob ich alles davon überhaupt spielen kann. So, jetzt gucken wir mal noch kurz ins nächste rein, aber ich würde es dann fast sagen, wir beenden den Part. Drei Level bis zum nächsten, okay. Carrying Items while Spin Jumping, das kann doch eigentlich jetzt nicht so schlimm sein. This level changes how to spin jump while carrying an item. To do this, throw the item in the air. Ja, entweder das oder das. Ja, oder so. Aber warte mal, wenn es ein P-Switch ist. Es war halt irgendwie echt klar, ne? Es war halt einfach klar. Wow. Aber ist gut, dann ist der gleich weg. Sehr schön. Bin ich Fan von. Muss ich nicht mehr die Tür suchen. Sehr gut. You can also jump, then drop the item and jump. Ja, aber wenn du mir das hier an die Ecke legst, dann kann ich das ganz anders machen. Erklär doch den Zuschauern nicht so einen Quatsch. Das geht doch so viel einfacher. Also aus dieser Situation zumindest. Ja, da ist es jetzt. Klar, ne? Mit Hochwerfen und so weiter, das ist schon klar, dass das auch geht.
Oder wie hat er das gerade gemacht? So, ne? Genau. Also springen, zack und zack. Das war das andere, weil da oben die Dings war und da würde der dann hängen bleiben. Dass ich springe und dann... Wobei, das kenne ich eigentlich so... So habe ich das noch relativ selten bisher gemacht, dass ich den fallen lasse und dann den Jump ansetze. Das habe ich bisher, glaube ich, noch nicht so oft gemacht. Ich habe es meistens entweder so oder eben so gemacht. So. Ach, egal. Ihr wisst, was ich meine. Was will er mir jetzt damit erzählen? Dass ich den da unten erst mitnehmen soll? Irgendwie sowas? Ja, aber wieso soll ich jetzt Spin-Jumpen? Ah, egal. Jo. Nice. Juggling. Oh nein. Nein. Nicht. Was? Nicht jetzt schon. Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Ich will das nicht. Ah, ich sollte Spin jumpen. Oh, yes. Oder man schafft den Sprung einfach. Nein! Ja, okay, das sind so viele, dass man den Sprung nicht mehr schaffen kann. Oh nein! Oh nein! Ah, die Musik ist super. Er hat halt nur Toho-Zeug eingebaut, das ist so gut. Da, 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 da. Ja, gut. Mit einer Shell macht es natürlich besonders viel Spaß. Oh, es ist so gut. Es ist so gut, dieses Lied. Entschuldigung. Ja, aber at maximum speed will ich das jetzt eigentlich nicht machen. Mist. Aber die kommt wieder. Das ist gut. Ich habe sie nicht gekillt. Oh je. Ah, aber das ist... Oh, Juggling ist so unangenehm. Diese Melodieabfolge, es ist so gut. Jetzt muss ich das machen, während ich auf dem Ding entlang surfe, ja? Oh, da ist er weg. Ja, gut. Muss ich wohl ein bisschen schneller sein. Ja. Nun. We have a problem. Wo wird die Tür sein übrigens? Oh. Ups.
Nein, das krieg ich doch nicht mehr. Mist. Ah, ich darf den nicht. Ich muss den hochwerfen. Komme ich da nochmal ran? Mit bisschen Geschick. Nein. Tschüss. Vielleicht sollte ich ein bisschen warten. Na! Sagte er und wartet nicht. Sagte er und wartet nicht. Aber jetzt habe ich einen Rhythmus. Mist! Gut. Ohne Shell. Okay, da möchte ich... Ja, das ist jetzt mein State. Ja, dann muss ich da drüber werfen. Alles klar. Na, hörst du auf zu springen? Na, war schon schlecht. Okay. Na, natürlich, zum Üben müsste man jetzt eigentlich das alles nochmal vorher spielen. Ist auch ganz klar, warum man das machen sollte. Eben zum Üben. Aber... Merkt ihr selber. Die Zeit haben wir nicht. So. Das wird jetzt wohl der Raum sein mit der Tür. Oh, yes. Am besten auch das noch, ja. Da freue ich mich besonders drauf. Junge. Achso, muss ich ja kein Spin-Jump machen. Jetzt hier hoch? Nein. Ah, der ist weg. Logisch. Ergibt Sinn. Ich bin auch blöd. Ich muss den doch gar nicht an die Ecke stellen. Ich habe ihn doch eh in der Hand. Nein! Ich frage mich, was dann das dritte der dritte Abschnitt sein wird und dann, was das Schloss vor allem dann hergeben wird. Es wird ja einiges von solchen Sachen dann haben. Also im Schloss muss ich dann auf jeden Fall ordentlich jonglieren. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war der Anfang? Das war mit, ach ja klar, mit Spin Jump. Nein, wirst du wohl. Ich hab da so ein blödes Gefühl, was eine Tür angehen könnte. Ja, was bitte? What? Uff. So. Cool. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da oben... Aber dann komme ich da ja auch ohne Shell hoch, ne? Wollen wir mal kurz gucken. Ist hier ein Block? Kein Block? Wirklich nicht? Wirklich nicht? Hm, wirklich nicht.
Oder will ich da ein Schild? Nee, aber das ist ja auch Quatsch. Das ist jetzt nicht so gut. Ja, cool. Nimm sie mit! Oh! Aber da ist so eine Lücke nach oben. Ich würde fast vermuten, dass da die Tür ist. Will das nicht. Ach, komm schon. Das lief in Quickie World aber besser. Nee, nimm sie doch wieder mit, du Pflaume. Oh, Moment, ich muss den nochmal drücken, dann sehe ich gerade, ne? Da sind ja die Treppen dann nach oben. Ausgeschaltet. Da, 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 da. Okay, wir stellen jetzt erstmal hier hin. So, und dann setze ich den State. Dann habe ich schon einen besseren Startpunkt für die Shell. Nein, aber guck mal, ne, die sind aus. Ich muss die nochmal anmachen. Mach ich das denn? Ach, für die Tür muss ich die nochmal anmalen. Alles klar, wir haben die Tür gefunden. Das ist natürlich auch gut. Ja, nun. Ich sehe das Problem. Ah, das ist natürlich dumm. Das ist natürlich dumm. Ah, da haben wir mal die Tür gefunden. Nein! Das ist ja kaputt gemacht. Ach! Hör doch auf, die Shell kaputt zu machen. Nein! Komm der Sache näher. Jetzt doch gleich wieder 50 Minuten. Nein, das darf nicht passieren. Ich will eigentlich... Ich hätte eigentlich gern, dass der jetzt bei einer Dreiviertelstunde dann rum ist, der Part. Yes! 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 So. Und das ist beim nächsten Mal müssen wir den zweiten gar nicht mehr drücken. Yes! Sehr gut. Sehr gut. Mist. Nein! So, ich bin so frei. Das schaffe ich am Stück, schaffe ich das nicht. Ich werde hier zu oft, ich sterbe hier zu oft, als dass ich das immer wieder neu machen möchte mit dem blauen Block da vorne. I hope you understand. Ich spiele den Abschnitt ja schon ohne States, aber halt nicht den ganzen Raum. Gott. Nein, nicht gut. Großer Fan von Schmiede. Kommen der Sache näher. Wir kriegen das vor 50 hin. Wir werden vor 50 diesen Part beenden. Es kann nicht sein, dass ich jetzt noch 5 Minuten hier rumeidle. Das kann nicht sein. Das will ich nicht.
Nein, nein, nein. Es wird nicht passieren. Witz. Okay. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal dann Wine Mechanics. Alles klar. Das heißt, das wird ein interessantes drittes Schloss auf jeden Fall. Was wir dann auch beim nächsten Mal sehen werden. Ich bin gespannt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ich kann jetzt auch wieder den hier drüber schreiben.